Hallo, danke schön fürs Einschalten und willkommen auf meinem Kanal. Für alle, die hier neu sind, ich bin die Lara und heute werden wir uns über meine aktuelle Haarpflegeroutine unterhalten. Kurz zu meinem Haartyp und zu meiner aktuellen Haarsituation. Mein Haar ist von Natur aus leicht gewellt, kann manchmal etwas frizzy werden, deshalb nenne ich mein Haar liebevoll Hagrid. Und ich habe einen ca. 10%igen Grauhaaranteil. Die grauen Haare sind von der Struktur her etwas anders. Sie fühlen sich ein bisschen härter an, brauchen etwas mehr Feuchtigkeit und sie haben wesentlich mehr Schwung als die Haare, die noch Pigment haben. Was manchmal ganz witzig sein kann, weil besonders wenn mein Haar frisch gewaschen ist, die Haare, die grauen Haare, die erst nachwachsen und die ungefähr so lang sind oder kürzer, die stehen so richtig weg wie Antennen und lassen sich recht schwer bändigen. Und das spielt alles natürlich eine Rolle dabei, welche Produkte ich für mein Haar wähle und wie ich mein Haar pflege. Und meine aktuelle Haarsituation ist recht simpel. Ich habe vor circa 3,5 Jahren angefangen, meine Naturfarbe rauswachsen zu lassen. Die geht mittlerweile circa bis daher. Und der Rest sind Haare, die früher gebleicht wurden und dann wurden sie mit Pflanzenhaarfarben zu einem natürlichen Ton, der recht ähnlich ist wie meine eigene Haarfarbe, gefärbt. Ich wasche mein Haar genau einmal in der Woche. Das ist bei mir momentan immer der Sonntag. Und jetzt zeige ich euch, wie so ein Haarwaschtag bei mir ausschaut. Vor der Haarwäsche mag ich ganz gerne mein Haar nach Möglichkeit mit Kokosöl einölen. Ich massiere das Öl in die Kopfhaut ein und arbeite es anschließend auch in die gesamten Haarlängen ein. Ich kämme das Haar vorsichtig durch. Dann wird das Haar hochgesteckt, damit meine Kleidung nicht ölig wird. Das Öl lasse ich mindestens eine Stunde ziehen. Und dann geht es zur Badewanne. Das Shampoo, das ich aktuell verwende, heißt Avocado und ist vom Lush. Es ist ein Co-Wash-Produkt, also Shampoo mit Conditioner. Perfekt für trockenes oder lockiges Haar. Ich wasche mein Haar immer kopfüber, weil meine Haut am Hals und Rücken empfindlich ist und gerne auf Haarprodukte mit Pickel reagiert. Ich arbeite das Shampoo gründlich in die Kopfhaut ein und massiere meinen Kopf sanft. Ich spüle etwas nach mit warmem Wasser und drücke den Schaum über die Längen aus. Danach wird das Haar gründlich gespült und ich mache eine zweite Runde mit dem Shampoo. Nachher spüle ich mein Haar wieder gründlich aus, um alle Shampoo-Reste zu entfernen. Als nächstes kommt ein silikonfreier Conditioner auf die Längen. Momentan verwende ich eine Haarkur von Balea, aber ich bin da nicht wirklich wählerisch. Nach kurzer Einwirkzeit wird das Produkt ausgewaschen. Nun gieße ich über das Haar Essigwasser. Das sind ca. 2 Esslöffel Essig in einem Liter Wasser. Ich spüle kurz mit kaltem Wasser nach und dann drücke ich möglichst viel Wasser aus meinem Haar raus. Das Haar wird in ein Badetuch eingewickelt. Und so lasse ich das mindestens 30 Minuten ziehen. Wenn ich das Handtuch abgenommen habe, sprühe ich auf die Längen einen Leave-in Conditioner. Momentan verwende ich Super Milk vom Lush. Das Produkt macht das Bürsten wesentlich leichter. Und zum Bürsten vom nassen Haar verwende ich ausschließlich den Tangle Teaser. Auf die Haarspitzen kommt noch ein Haaröl. Das Haar wird durchgeknetet, um die Welle wieder in Schwung zu bringen. Sollte das Haar schon ein bisschen zu getrocknet sein, dann frische ich es noch mit einem Kämmspray auf. Mein Lieblingskämmspray ist der Kinderkämmspray vom Bipa. Und das war auch der letzte Schritt. Nun darf mein Haar Luft trocknen. Und so sieht mein Haar dann aus, wenn es komplett getrocknet ist und wenn es wieder mit dem Kämmspray aufgefrischt wurde. So schaut es also bei mir aus, wenn ich mein Haar wasche. Und jetzt noch kurz dazu, wie ich mein Haar style.
Ich liebe Flechtfrisuren und probiere mich auch irrsinnig gerne durch. Ich trage sehr gerne Halbhochfrisuren mit irgendwelchen Flechtelementen oder zwei Zöpfe in den unterschiedlichsten Variationen. Oder manchmal einfach muss es ein einfacher französischer Zopf sein. Zum Befestigen nehme ich immer diese weichen Haargummis, die sind zum Haar am sanftesten. Und Frisuren sowie ein Pferdeschwanz trage ich eher nicht so gerne. Das liegt daran, dass mein Haar mittlerweile recht lang ist. Also es fällt nur mehr circa so viel bis zu meinen Taille und mein Haar ist recht dicht und schwer. Und wenn ich einen Pferdeschwanz trage, wird es nach ein paar Stunden richtig unangenehm. Und dann meistens hilft es, wenn ich daraus einfach einen Dutt mache. Und dazu nehme ich gerne solche Kunststoffklammern, weil sie doch auch etwas sanfter sind als Bobbypins. Mit Stylingprodukten gehe ich eher sparsam um, teilweise weil ich mein Haar nur einmal in der Woche wasche und ich will es nicht unnötig zuklatschen. Am häufigsten verwende ich einfach ein Haarspray und die Haarsprays von Balea sind nach wie vor meine Lieblingshaarsprays. Ich finde, dass der Duft sehr dezent ist und am wenigsten penetrant von allen Haarsprays, die ich je ausprobiert habe. Und aus meiner Erfahrung, zumindest bei meinem Haar, lassen sich diese Haarsprays am besten ausbürsten. Und ein Bonus ist natürlich auch der Preis, also sie kosten weniger als 1 Euro. Dann verwende ich regelmäßig eine dieser Styling-Sticks für Babyhaare, weil wenn ich mein Haar nach hinten style, dann diese feinen Haare machen da immer irgendeinen Unfug. Bevor diese Produkte auf den Markt gekommen sind, habe ich immer ganz einfach eine transparente Mascara verwendet und jetzt kaufe ich halt eben ein Haarprodukt dafür. Trockenshampoo verwende ich mittlerweile sehr selten. Mein Haar ist so richtig gut trainiert dafür, dass ich es nur einmal in der Woche waschen muss. Ich bin im Sommer manchmal sogar 2 Wochen ohne Haare waschen gegangen und das trotz dessen, dass ich so 3 bis 4 Mal in der Woche boxen war. Aber wenn es schon einmal sein müsste, dann würde ich Collab verwenden. Also das sind dann letztendlich doch meine Lieblingstrockenshampoos geworden. Aber ich habe dieses Produkt schon so circa 3/4 Jahr zu Hause und ich habe es vielleicht 2 Mal verwendet, wenn überhaupt. Also das ist etwas, das eher selten von mir gebraucht wird. Tja, und im Allgemeinen, ich gehe einfach mit meinem Haar richtig sanft um und versuche Hitze zu vermeiden. Also geföhnt wird mein Haar wirklich nur, wenn es nicht anders geht, wenn es schnell sein muss. Sonst lasse ich es immer Luft trocknen. Und Tools so wie Lockenstab oder ein Glätteisen verwende ich wirklich nur zu besonderen Anlässen. Also einfach nur ein paar Male im Jahr. Und schneiden darf mein Haar mittlerweile nur mehr mein Mann, Jack. Wir haben eine Friseurschere und nach Bedarf werden einfach nur die Spitzen geschnitten. Meistens so 1 bis 3 Zentimeter, je nachdem, wie viel notwendig ist. Tja, und mir fällt an dieser Stelle auch nichts mehr ein zu diesem Thema. Also falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt ihr einfach gern in die Kommentare. Ihr könnt mir auch sehr gern in die Kommentare schreiben, welche Produkte verwendet ihr am liebsten für euer Haar. Und das war's für heute. Also ich danke euch sehr fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!